So, antäuschen, antäuschen. Und jetzt wieder hier. Nice, nice. Nein, er hat schon wieder einen Block hingemacht, Mann. Ich hab ihn, lol. Ich hab ihn. Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Heute wieder meine Folge One Out. Und heute gibt es keine Rüstung. Bedeutet, Jungs und Mädels, es gibt keine Lederrüstung. Gar nichts, Leute. Also können wir diese Sektion schon mal aus dem Shop streichen für uns. Nicht mehr berühren. Grüße gehen natürlich raus an meine Hashtag One Out Item Kandidaten. Heutige Folge Mr. Aim, Nippy LP, Sportlerente und Stone Gold. Ich danke euch, dass ihr Kommentare geschrieben habt. Wenn auch du gegrüßt werden möchtest in meinem nächsten One Out Video in 2 Tagen um 15.30 Uhr, Leute, einschalten, dann schreibe doch einen Kommentar mit Hashtag One Out und dann ein schönes Item, welches ich denn rausstreichen soll. So, und ja, Jungs, dann mache ich das und dann seid ihr froh und dann sind wir alle froh. Ihr werdet dann schön eingeblendet und ja, sonst könnt ihr euch oben rechts auf den in der Infokarte, Mann, könnt ihr euch oben rechts nochmal schön meine Videos gönnen. Alle Hashtag OneOut Videos, die Playlists, alles, Jungs. Und Alter, ich habe gerade ein Busy Lags. Der Typ ist aber noch nicht tot. Na dann. Töten wir den jetzt und der ist jetzt auch tot. Nice, Leute, da haben wir schon den ersten Kill auf meiner Hassmap, wohl bemerkt, Leute, auf meiner Hassmap. Aber wir müssen uns so sein, sonst kriegt er uns nicht. Jungs, das darf nicht, das darf uns echt nicht passieren jetzt. Wir müssen den irgendwie, ja, wir müssen uns hochstellen. Als ob er so weit oben schon war, nein. Er hat mich im Spawn-Trap, Jungs. Goal. Ich hab ihn, lol, ich hab ihn, yo. Auf jeden Fall, Leute, bedanke ich mich für den Support auf meinem letzten Video. Ja, da ging es eben auch darum, ob ich Legend bin oder nicht, denn es wurde oft geschrieben, ja, ich hätte AC und so weiter und so fort. Also nochmal großes Dankeschön an euch und Respekt, dass ihr da so neutral geblieben seid. Wenn ihr ein Handcam wollt, Leute, 1111 Likes auf meinen Nacken auf meinem letzten Video. Da hört ihr nochmal den Abuse. Aber das seht ihr dann auch in der Handcam, die vielleicht schon morgen könnte, wenn ihr das morgen kommen könnte, wenn ihr das Video wirklich liked vom letzten Mal. Ich habe es euch oben rechts nochmal in der Infokarte drinnen verlinkt und der sollte jetzt mal genau unten sein. Für die, die es nicht wissen, Hashtag OneOut ist eine Folge bzw. eine Serie von mir, bei der ich jedes Video ein Item rausstreiche und dann irgendwann habe ich dann halt nur noch die Blöcke, was dann das Endziel sein wird. Und Leute, es ist echt spannend bis jetzt, weil es wird immer schwieriger. Ich kann nichts mehr machen, außer wirklich Picke und Blöcke stumpf mitzunehmen. Danke, Alter. Danke. Ja, das war ja so nervig. Ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, Leute, auf Storm zu gehen, da mir das wichtig ist, dass ich da auf jeden Fall den First Hit bekomme. Und den haben wir auch bekommen. Und dann haben wir den auch. So, dann sehen wir uns in der zweiten Runde. Oh Mann, Leute. Jungs, ich bin der dümmste Mensch. Na, hä? Wie? Hat er mich jetzt aus den 2 Blöcken rausgeboxt? Hä? Ich check nix. Leute, ich check nix, ne? Gut, aber er hat uns irgendwie die Chance gegeben, ihn zu töten. Knüppel wegwerfen, ich bin mal fair. Das war schon verdammt eigenartig, wie er uns da aus diesem Loch rausgeboxt hat. Muss ich sagen, kann ich nicht nachvollziehen. Er hat uns schon wieder so richtig lucky bekommen. Finde ich echt schade. Ist er noch hier? Ja, aber wir haben ihn, oder? Nee. Ach, Leute, ich habe richtig viel Pech gerade, ne? So, Leute, hoffentlich schaffen wir es jetzt. Ihr müsst halt wissen, Leute, wenn ihr es euch mal anschaut, wir haben hier einen Shop, ne? Da ist alles aus jeder Kategorie, außer aus den Kategorien, wo ich nichts benutze, alles schon rausgestrichen. Ja, das ist schon schwierig. Ja, es ist echt eine harte Challenge und auf jeden Fall mal ein Like da lassen. Ja, wenn ihr mit der Like mit mir habt oder wenn euch das Format generell mal gefällt, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, welches Item mal nächstes Mal raus soll. Einfach Hashtag OneOut und dann Item in die Kommentare. Dennoch möchte ich, dass ihr die 1111 Likes einfach bei meinem Video voll macht und Ancelotti, dich kenne ich doch irgendwoher. Und wir dürfen uns auch keine Picke machen. Was? Nein! Ja, moin! Wir dürfen... Leute, wir dürfen uns keine Picke machen. Hä? Das geht nicht. Wie sollen wir das jetzt machen? Ja, wie? Ja, gar nicht, richtig. Gut, er hat uns eh nicht... Jungs, das macht mich gerade ein bisschen Debris. Hä? Back dich halt zurück, Alter. Was ist mit dir falsch? So. Hä? Er lebt ja noch. Ja, moin. Bitte, nicht schlagen. Ja, wir haben ihn weg. Wir haben ihn weg, Leute. Wir haben den Block weg. Leute, wir haben den Block weg. Wir können uns jetzt ganz entspannt hin sneaken und am besten noch schön dort angreifen. Nice, nice. Nein, er hat schon wieder einen Block hingemacht, Mann. Ey, Leute, er macht mich so deprimiert, ne? Aber nice, Leute. Wir haben's. Wir haben ihn. Nice.
Leute, wir haben ihn bekommen. Das war so ein heftiger Struggle. Jungs, auf jeden Fall mal ein Like dafür, die Aktion da lassen. Alter. Alter. Also mich hat noch nie ein Mensch gerade bei dieser Challenge so genervt. Aber Jungs, wir haben es geschafft. Wir haben das Bett von Lila schnell bekommen. Und Leute, was mir übrigens aufgefallen ist, ich habe früher mal darauf geachtet, dass ich gute Stats halte. Ne? Aber seitdem ich Daily bringe, habe ich A, eh keine Zeit zu suchen. Ja, und B, jucken mich Stats echt nicht mehr. Aber mich juckt eins, Leute. Und mich juckt nämlich die Tatsache, also was für Tatsache mich juckt, ob ich ein qualitativ hochwertiges Video bringe oder nicht. Das ist mir wirklich sehr wichtig. Ich möchte nur, dass euch das mal ein bisschen wahr wird, dass ihr wirklich mir verdammt ans Herz gewachsen seid. Ja, und dass es mir sehr, sehr wichtig ist. Wir sind jetzt schon 11.500 und da möchte ich einfach mal ein riesiges Danke droppen, Leute. Ein riesiges Danke dafür. Ja, dass ihr meine Videos guckt, dass euch das entertaint, ist auch ein großer Lob. Ja, er fuckt mich hier wieder heftigst ab mit seinem Hochstacken. Ey, nee, es kann ja nicht wahr sein. So, antauschen, antäuschen. Und jetzt wieder hier hin. Und wir haben ihn, wir haben ihn. Ja, er hat dumm gespielt. Oh mein Gott, Jungs, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Wir haben gegen einen Eisenspieler gewonnen. Und nochmal gegen einen Eisenspieler gewonnen. Ja, also wir schaffen das jetzt. Das Ding ist halt, Leute, auf UFO und auf Miniland ist es sehr schwierig, gegen Eisenspieler anzukommen. Da sie wirklich, ja, sie sind als Verteidiger die einzigen, die zum Eisen irgendwie Verfügbarkeit haben. Und da es echt sehr schwierig ist, mit One-Out, also ohne Eisen zu spielen, gegen irgendwelche Eisenspieler anzukommen, bin ich gerade sehr, sehr stolz auf mich und bin froh, dass ich das überlebt habe. Jetzt habe ich wieder einen Struggle mit einem Eisenblock. Ey, aber Leute, diese Folge ist so anstrengend. Also allein schon das mit den Eisenblöcken und jetzt hat der andere das Vergnügen. Nice, Leute, er hat das Bett. Bedeutet, wir müssen uns nicht mehr mit diesem Eisenblock hier abgeben. Ja, und dann können wir den noch töten. Schön, clean. Ach, lol, er hat ein Schwert. Ja, ist doch noch geiler. Dann sterbe ich ja noch schneller. Gut. Ja, aber der müsste jetzt mal low sein. Was? Nein, er hat uns einen Spawn-Trap. Ich kenne den Typen halt. Der hat das schon immer gemacht, diesen Spawn-Trap. Gut, hat er echt super gemacht. Ja. Leute, wenn euch das Video übrigens gefallen hat, dann lasst natürlich eine positive Bewertung da. Hashtag OneNote und ein Item in die Kommentare. Ja, einfach mal eine positive Bewertung da lassen und 1111 Likes auf mein letztes Video. Oben verlinkt, oben rechts in der Infokarte, alle abchecken. Und wir sehen dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal auf und ciao. Been calling. I flow like a Lambo, my booze a Bugatti. I live like a movie, young opportunist. Used to make changes to hang with the coolest, but now I'm the coolest. That dude that we